wir waren mal in Kiel bei den weltbesten Handballern und da haben die Olympiasieger und die Weltmeister zur Auswärtsfahrt 3 Stunden im Bus, hatten Brötchendienst. Die haben vorne im Bus die Brötchen geschmiert. So. Und die haben ihre Videoanalyse in der Turnhallenkabine gemacht, die wir alle kennen. Garage auf, Stehtisch raus und da standen die Spieler von Kiel, Weltmeister, Europameister, Olympiasieger, Europapokalsieger, die standen da, Videoanalyse. Da brauchst du kein Zentrum dafür mit Klimaanlage, brauchst eine Turnhalle und einen Stehtisch. Das ist die Wahrheit und das haben wir komplett verlernt, weil jeder Fußballer denkt, dass man sehr wohl ein Flatscreen und erstmal ein Riesenzentrum und ein mega teures Auto braucht, um zu dieser Videoanalyse zu kommen.